Hey, willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute mal wieder Minecraft Skywars und ich wollte mich einfach mal entschuldigen dafür, dass ich halt die letzten Tage nicht so ein richtiges Minecraft-Video oder so gebracht habe, sondern halt immer nur so irgendwie Banner, Showcase oder zum Beispiel mein neues Intro. So, und jetzt reden wir auch nicht lange um den heißen Brei herum, sondern spielen wir eine Runde Skywars und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, dann los geht's. So, da wäre jetzt in der ersten Runde. Oh, nochmal eine Ender Pearl. Kann ich ja eigentlich, also das ist die neue Map, also Jubiläum oder so, ja, Jubiläum heißt die. Ich sollte mich vielleicht auf jeden Fall mal beeilen, dass ich in die Mitte komme. Ja, da ist jetzt schon wer. So, da bleibt mir ein Tierschwert, jetzt zeige ich zwei Ender Pearls, dann reiße ich das noch schnell aus und dann würde ich sagen, verschwende ich eine Ender Pearl und gehe darüber. Hallo! Aber ich wollte eigentlich den Helm haben. Oh, die Combo des Todes. Wo ist denn der? Da hinten ist er. Ich glaube, da schaue ich jetzt mal vorbei. Ach, Alter. Wohl. Nicht, dass ich jetzt. Oh, da habe ich schon gewonnen. Alter, das war eine richtig schnelle Runde. Ja, ich glaube, ich hänge da noch eine Runde dran. Ich hätte sogar noch einen Goldapfel gehabt. Alter, Junge. So, da wären wir jetzt in der zweiten Runde. Ich wollte ja eigentlich ein Thema ansprechen. Und zwar, ja, ob ich noch Motivation habe, überhaupt irgendwas auf YouTube zu machen. Ich habe also zurzeit gar nicht mal so viel Motivation, überhaupt richtig gute Videos auf YouTube hochzuladen. Weil irgendwie, es werden, zum Beispiel bei den Abonnenten, es werden einfach nicht mehr. Ich verstehe es nicht. Ich habe irgendwie 39 Videos hochgeladen schon. Und es werden einfach nicht mehr. Und es ist klar, dass vielleicht das, was ich gerade gesagt habe, hört sich vielleicht so irgendwie so abogeil an. Aber die Motivation ist einfach nicht da, dass man irgendwie weitermacht. Weil wenn man weiß, dass vielleicht irgendwann in 2 Monaten wieder ein Abonnent dazukommt, dann ist es einfach nicht wirklich, dann ist es einfach so, als würde man einfach, alles klar, als würde man die Videos einfach irgendwie fast nichts machen, außer für die, zum Beispiel bei mir, die 35, die ich habe und die mir zuschauen, oder natürlich jetzt auch nicht alle, weil ich meine, inaktiv. Und sagen wir so, das mit der Motivation ist einfach, das spielt schon eine relativ wichtige Rolle. So, du gehst jetzt erstmal weg, ich muss recken. Das spielt schon einfach eine wichtige Rolle bei mir zum Beispiel. Ich habe einfach irgendwie überhaupt keinen Bock, wenn ich sowieso weiß, dass ich Videos mache und nicht wirklich Aufmerksamkeit dafür bekomme. Ich meine, das mit der Motivation ist einfach so eine Sache, da muss man schon sagen, wenn ich zum Beispiel keine Motivation habe, dass ich irgendwie was mit YouTube oder so mache, dann habe ich da einfach auch kein Alter. Was hat er mir für einen Hit gegeben? Ach, schade. So, um das jetzt noch zu Ende zu führen, wenn man einfach die Motivation... Wenn die Motivation einfach nicht da ist, dass man sich denkt, ja, ich mache jetzt ein Video und ich schneide das schön, dass es den anderen gefällt, vielleicht gefallen ist denen, die zum Beispiel dich abonniert haben und dich schauen, aber du willst ja, also zumindest die meisten wollen ja einfach mehr eine größere Reichweite erreichen mit ihren Videos und ich zum Beispiel gebe mir bei meinen Videos ziemlich viel Mühe, ich schneide da viel, so 2 Stunden können da jetzt schon drauf gehen, ne? Und das ist natürlich schon ein bisschen Ding, wenn man dann keine Abos dazu bekommt, dass man, oder ein paar Likes, dass man einfach sagt, Alter, soll ich das überhaupt noch weitermachen? Ich werde es weitermachen und muss echt sagen, aufgeben ist einfach, nee. Deswegen Leute, wenn ihr vielleicht auch einen Kanal machen wollt und irgendwie 0 Abos habt, dann gebt einfach nicht auf, sondern macht einfach immer weiter.
Ja, dann war es von mir. Ich bedanke mich fürs Zusehen, falls ihr bis hier geguckt habt. Dann würde ich sagen, tschüss.